Herzlich willkommen zurück. Nochmal Flux laden hier. Zu Katzen mal anders auf YouTube. So, mal gucken, wie es weitergeht hier. Hier ist nichts. Will lernen. Mal gucken. Scheint, das würde Tolwyn eine weitere Karriere zerstören. Ich habe dem Captain ja gesagt, dass er vorsichtig sein soll. Maniac, haben Sie jemals erlebt, dass jemand auf Ihren Rat gehört hat? Ich sagte ihm doch nur, dass ich aus Erfahrung spreche. Sie haben Tolwyn von Anfang an gegen mich aufgehetzt und deswegen hat er mich auf dem Kieker. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Tolwyn hat nichts damit zu tun, dass Sie nicht befördert wurden. Dafür hat Ihr Flugstil gesorgt, glauben Sie mir. Tolwyn weiß nicht einmal, dass es Sie gibt. Da haben Sie sich geirrt. Einen so fantastischen Kampfpiloten wie mich, den kennt wirklich jeder. Der beste aller Kampfpiloten, wer ist das? Oh, niemand, der mich nennt? Du glaube ich nicht. Sir. Sie kommen mir äußerst nervös vor. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich die Sache etwas lockerer angehen. Bis nach Kilra ist es noch weit. Je schneller wir dort sind, umso besser ist es, Sir. Ich kenne niemanden, der so darauf brennt, den Feind zu vernichten wie Sie. Ich würde Planet um Planet zerstören, wenn ich dadurch die Kilrathi auslöschen könnte. Sie haben keine Existenzberechtigung. Das gilt auch für Ihren Freund Hobbs. Wissen Sie was, Lieutenant? Sie hören sich an wie eine Endlos-Programmschleife. Sie haben ja keine Ahnung. Dann erklären Sie es mir. Als Kind wurde ich entführt. Von den Kilrathi? Ich war im Sklavenlager. Ich konnte fliehen, als ich 20 war. Das muss für Sie... Sie können sich nicht vorstellen, wie furchtbar das für mich war. Ich könnte Geschichten erzählen. 2 Jahre lang haben die Psychologen versucht, mich nach der Flucht von meinem Trauma zu befreien. Aber sowas kann man nicht vergessen. Irgendwo, tief in mir drinnen, sitzt ein kleiner Kilrathi. Und den kriege ich nicht mehr aus mir heraus. Kein Mensch ist diesen Lebewesen gewachsen können. Wir vernichten sie. Verlassen Sie sich darauf. Sie müssen es mir immer wieder sagen. Auch wenn es nicht wahr ist. Krasse Kacke. Darf ich offen zu Ihnen sein, Admiral? Etwas anderes kenne ich von Ihnen sowieso nicht. Nehmen Sie es mir nicht übel, Sir. Dass Sie das Kommando übernommen haben, ist schlecht für den Teamgeist der Leute. Ich habe kein Interesse daran, was andere über meine taktischen Entscheidungen denken. Wenn ich mich recht erinnere, dann waren Sie damals nicht allzu glücklich, als Sie von Ihrer Versetzung auf dieses Schiff erfuhren. Das war nur, weil ich die Crewmitglieder noch nicht kannte, Sir. Ah, ja. Eine gute Charaktereigenschaft, Ihre transferierte Loyalität. Die Aktion Behemoth hat einen Schutzengel sehr nötig. Für diese Aufgabe bin ich ausgewählt worden. Alle waren der Ansicht, dass ich der richtige Mann dafür bin. Vergessen Sie nicht, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, Colonel. Den Sieg in diesem Krieg. Ja, Sir. Hier gehen Dinge ab. Colonel, Sie sollten sich nicht so weit von den Kämpfen entfernen. Der Krieg ist überall, Captain. Man entkommt ihm nicht. Ich bin jetzt nicht mehr Captain, schon vergessen? Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Sehen Sie, ich war noch ein halbes Kind, als ich zum ersten Mal ein Raumschiff geflogen habe. Was bin ich ohne ein Raumschiff, Colonel? Captain. Sie können uns befördern, degradieren oder quer durch die Galaxie jagen. Es gibt nur eine Sache, die wichtig ist. Als Ihre Karriere anfing, hat
hatten sie sich nichts vorzuwerfen. Und das ist auch heute noch so. Tja. Ja. So viel zu den geschichtlichen Eigenschaften. Tja, dann wollen wir mal weiter, ne? Ihre Aufgabe ist unkompliziert. Geben Sie mir Deckung, während ich die Behemoth abfeuere. Das ist nicht schwer, Sie haben recht. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Wir nehmen Hobbs. Hobbs, du wirst diesmal neben mir fliegen. Mit den Arrow. Lösen und angreifen! Greif jetzt Zeit an! Ist jetzt sehr zu offensiv hier. Und doch bescheuert. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Wird doch nichts, ja. Erbärmliche Nachkommen von Affen. So offensichtlich. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Eindrucksvolle Schuss, mein Freund. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Einsatzziele erreicht. Also dann. Jawohl, Mann. Ist doch wieder ein Mumpitz hier. Komm schon.
Wo seid ihr denn, ne? Greifen Sie mein Ziel an! Ja. Schweinerei! Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Kante! Keine Raketen mehr, ey. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Kante! Halleluja! Ziele erreicht. Na dann. Wie sieht's aus? Noch kein Schaden, Colonel. Darf ich da erstmal hinfliegen und Sprit verschwenden? Halleluja. Nah genug dran sein, um nach Landerlaubnis fragen zu können, gell? So ein Scheiß. Haben wir doof gemacht hier. So. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Wow! Da bekommt ja der Begriff großer Knall einen neuen Sinn. Sie können jetzt landen, denn wir verziehen uns von hier und schippern mit dem alten Kübel in Richtung Kilra. Na dann, ab geht die Post. Dann wollen wir mal. Tote Hose. Tote Hose. Ah, ups, okay. Viele Jahre sind vergangen, seit ich so nah an meinem Heimatsystem war. Ich kann sehr gut verstehen, wenn du gemischte Gefühle hattest, was die Behemoth betraf, Hobbs. Es ist ein langer Krieg und wir haben uns alle sehr verändert. Und zwar ohne Ausnahme. Es gibt sicher Kilrathi, die überleben werden. Und wenn alles vorbei ist, werden sie verstehen, was du getan hast. Nein, niemand wird jemals verstehen, was ich getan habe. Das wäre zu viel verlangt. Aber deine Loyalität hat mir sehr viel bedeutet, mein Freund. Tja. Okay. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ja, Farbschussliste. 200 Abschüsse, alter Schwede, ey. Mann, du. Naja.
Kann mal gespannt sein, wie es weitergeht, ne? Es ist soweit, Colonel. Ich habe 10 Jahre lang auf diesen ruhmreichen Augenblick gewartet. Wir durchstoßen gleich den Jump Point. Dann geht es direkt weiter nach Kilra. Beschützen Sie die Behemoth, koste es, was es wolle, Colonel. Davon hängt die Zukunft der Konföderation ab. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ja, ist ja ganz gut geflogen eigentlich, ne? Aber gemischte Gefühle, da tun wir ihm mal nicht so an. Wenn immer Cobra. Gucken, was können wir denn fliegen? Boah, ne, dann nehme ich jetzt die Hellcat. Auf diesem Arrow habe ich echt keinen Bock mehr. Das ist scheiße. Teil ist einfach schlichtweg zu schnell. Das macht keinen Spaß. Ab geht die Post. Feind gesichtet, Colonel. Na dann. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Ab geht's. Na, Scheiße. Gedacht, das wäre das Ende eigentlich, ne? Aber naja, seht selbst. Das Herz des Siegers hat vor seinem Volk versagt. Er hat vor sich selbst versagt. Und er hat vor der Menschen von der Berufung versagt. Vor Angel, seiner Gefährtin. Sein Herz war nicht tapfer genug. Im Kampf war er nicht genug. Und er hat vor der wahren Kriegerin versagt. Vor Angel. Denn sie hat ihre Tapferkeit bewiesen. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victor. Sie langweilen mich, Monsieur. Ja. Desintegrieren Sie mich, behandeln Sie mich wie meine Kameraden. Desintegration, das ist nicht das, was wir für Sie bestimmt haben. Kommt uns bekannt vor, nicht wahr? Sie erwartet ein völlig anderes Schicksal. Die Menschenfrau kann anscheinend nicht einschätzen, welche große Ehre ich ihr zuteil werden lassen will. Ich weiß, dass sie als Kriegerin äußerst tapfer ist. Und ihr Gefährte ist das Herz des Tigers. Durch ihre Hand sind sicher einige meiner tapfersten Krieger getötet worden. Und deshalb hast du nur eins verdient. Den Tod. Colonel, beachten Sie, dass die Victory unverzüglich von hier wegfliegt. Sie müssen zurückkehren, Sir. Der Jump Point ist in 90 Sekunden erreicht. Du und ich, aber wir sind noch nicht fertig. Ich will dir die Chance geben. Bist du ein wahrer Krieger, dann nimmst du meine Herausforderung an. Wie du auf deinem Radar sehen kannst, habe ich meinen Flankenpiloten mitgeschickt.
Jetzt gilt es, deinen Mut zu messen. Das machen wir nicht. Colonel, nur noch 75 Sekunden. Das Herz des Tigers wird immer schwächer. Seine Gefährten konnte er nicht beschützen. Und jetzt zögern wir. Wir müssen uns abdüsen, sonst kommen wir nämlich hier nicht mehr weg. Colonel, wenn Sie nicht umdrehen und sofort landen, müssen wir Sie zurücklassen. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Colonel, wir konnten die Nachricht von Trackers hören und wissen, was Colonel Devereaux passiert ist. Tut mir schrecklich leid, Sir. Ich bin froh, dass Sie... Ja, Mist, das konnten wir jetzt nicht mehr ganz... Hätte ja noch locker platt machen können, aber dann wären wir da nicht mehr weggekommen, weil die TCS Victory halt weggedüst wäre. Seine Begleitung kann er sich ehrlich gesagt auch sparen, oder? Ich übergebe Ihnen wieder das Kommando über die Victory, Captain. Ja, Sir. Sie wussten, was wir vorhatten und auch wann. Und Sie wussten genau, wo Sie zuschlagen mussten. Ich habe Grund zu der Annahme, dass es auf Ihrem Schiff einen Verräter gibt. Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ich habe etwas dagegen, wenn meiner Mannschaft fehlende Loyalität unterstellt wird. Gefechte werden entweder gewonnen oder verloren. Es gibt da keine Garantien. Und im letzten Gefecht, da war die Victory Ihr Schiff, Admiral. Viel Erfolg, Captain. Der Krieg wird jetzt noch wesentlich härter werden. Starker Tobak. Nun ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wing Commander 3.